Der nationale Rallye-Sport boomt. Mit Starterzahlen, von denen internationale Rallye-Veranstalter, insbesondere die deutsche Rallye-Meisterschaft, nur träumen können, sind hier schon fast an der Tagesordnung. So konnte der MSC Kempenich bei seiner 27. Auflage der nationalen ADAC-Rallye rund um Kempenich nach einigen tristen Jahren ein Rekordstarterfeld von 111 Teilnehmern vermelden. Möglich machte dies die unermüdliche Arbeit von Rallye-Leiter Berthold Hantel sowie eine stattliche Anzahl von gewichtigen Prädikaten. So wurde diese Veranstaltung gewertet für den ADAC Rallye-Pokal Südwest, für die Meisterschaften der ADAC Gaue Mittelrhein, Nordrhein und Saarland sowie für die Gomulaxer Pfalz Rallye-Meisterschaft. Aber auch die Wertungsprüfungen rund um den Nürburgring, die allesamt von der Rallye Deutschland bekannt sind, trugen ihren Teil dazu bei. Mit der Startnummer 1 und ihrer Favoritenstellung voll bewusst war gegen den reinrassigen Gruppe A Ford Sierra Cosworth von Landsiedel Ernie an diesem Tag kein Kraut gewachsen. Auf den insgesamt 6 Wertungsprüfungen gingen sie 5-mal als Sieger hervor. Dabei sicherten sie sich einen Vorsprung von 30 Sekunden, die im nationalen Sport schon Welten bedeuten. Der gewohnte Gesamtsieg stand damit außer Frage. Weber Wehner, die mit dem Racerent Mitsubishi Galant voll auf Angriff fuhren, leisteten sich in WP1 einen Dreher, der mit 10 Sekunden zu Buche schlug. 50, links Kehre 4, plus, links Kehre 4, plus. Sofort, rechts voll, mach zu, 200, Schild rechts 4, plus. In der zweiten Wertungsprüfung markierten sie dann die Bestzeit, was aber letztendlich nichts mehr ändern konnte. Rang 2 in der Gesamt-, Gruppen- und Klassenwertung standen in den Ergebnislisten. Gehandicapt durch die Witterungsbedingungen, Regen, Nebel, halt typisches Eifelwetter, waren Meier Alt mit ihrem frontgetriebenen VW Golf. Gegen die Allradler standen sie auf verlorenem Posten. Rang 3 mit genau einer Minute auf die Sieger und der fast schon obligatorische Klassensieg in der Gruppe F bis 2000 Kubik sollten die Ausbeute an diesem Wochenende sein. Dass man zukünftig wieder mit ihnen rechnen muss, zeigten Decker Greiner mit ihrem 16V Opel Kadett und dem 4. Gesamtrang. Platz 5 für Bernd Petri und Ursula Grün auf BMW M3. Den 6. Gesamtrang erreichten Joachim Hirsch und Ulrich Weiper auf dem Lancia Delta Integrale. Auf Platz 7 folgten Harald Müller und Hans-Peter Loth auf Ford Sierra Cosworth. Die Gewinner der Gruppe G, Chaim Pejin, die einen Ford Sierra Cosworth bewegten, landeten auf dem 8. Endrang, was für die Leistung der beiden spricht. Ja.
Trotz der widrigen Witterungsbedingungen mussten nur 18 Teams als Ausfall gewertet werden. Die weiteren Klassensieger. In der F6 Brabant Splettstösser auf Ford Escort. Holzäpfel Erdel kaum zu schlagen in der F5 auf Opel Corsa. Den Sieg in der Gruppe N nahmen Schöffler Zenna auf Opel Astra mit ins Saarland. Die Klasse G2 gewannen Dietrich Stauns auf Peugeot 205. Und in der G3 waren Öst Weber auf Opel Manta erfolgreich.